Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal Dinge, die man in der Weihnachtszeit nie sagen würde. Und ich würde sagen, wir legen einfach los mit dem Video. Los geht's! Weihnachten ist mega scheiße. Ich hasse Geschenke. Bruder vor Luder? An Weihnachten? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hasse Weihnachtsmann und Coca-G. Ist ja nicht so, dass es jedes Jahr kommt. Irgendwann wird es auch richtig scheiße. Ich sag irgendwie heute zu oft. Scheiße, Mann. So lange warten, bis ich die Geschenke bekomme? Geil! Ich finde das richtig scheiße, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Vor allen Dingen mit meinen Freunden. Da macht das überhaupt keinen Spaß. Wieso sind es dieses Jahr nur 10 Geschenke? Ich meine, letztes Jahr waren es doch 11. Ich meine, wir wünschen uns doch alle frohe Ostern. Wo ist denn dein Karnevalskostüm? Geil, dass wir erst 2 Stunden essen müssen, bevor ich die Geschenke kriege. Mega nice! Dieses Jahr, da wünsche ich mir so viele Socken, das glaubt ihr nicht. Weihnachten ist für mich gar nicht das Fest der Liebe. So überhaupt nicht. Weihnachten geht mir eh nicht darum, dass wir alle zusammensitzen und feiern. Ich zog eh den ganzen Abend. Ich hasse es, die frisch gebackenen Plätzchen von meiner Oma zu essen. Ich meine, da kaufe ich mir doch lieber welche im Laden. Also ich bin der Meinung, dass unartige Kinder auch Geschenke bekommen sollten. Ich meine dieses Vorurteil, unartige Kinder bekommen nichts, nur die Artigen, lächerlich. Ich hasse es, den Tannenbaum zu schmücken. Ich meine, wofür brauchen wir einen Baum in unserem Haus? Das ist mega unnötig. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigt es mir mit einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Dies war Teil eines Adventskalenders. In der Endcard gelangt ihr zum vorherigen Tag. Im Video war eine kleine Sache versteckt. Folgende E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Diese Wörter schickt und so macht ihr im Gewinnspiel mit. Am Ende gibt es dann eine kleine Sache für den Gewinner zu gewinnen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns in 1,5 Wochen auf jeden Fall zum übernächsten Montag wieder auf diesem Kanal. Bis dann.